Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt, und zwar zu Let's Play Cities in Motion 2. Cities in Motion 2 aus dem Hause Paradox ist eine Verkehrswirtschaftssimulation, die darauf basiert, zu einer bereits vorhandenen Stadt ein ÖPNV-Netz zu kreieren. ÖPNV bedeutet, für die, die es nicht wissen, öffentlicher Personennahverkehr. Und während im ersten Teil von Cities in Motion dieser Aspekt quasi die alleinige Spielvariante darstellte, kommt hier jetzt noch ein bisschen Städteentwicklung selbst hinzu. Das heißt, die Städte entwickeln sich dynamisch weiter, einmal von selbst, aber das kann man wohl auch ein bisschen mitsteuern. Mitunter eben durch den Bau des Verkehrsnetzes, aber auch scheinbar durch den Bau von Häusern. Wie sich das genau äußert, weiß ich jetzt noch nicht so genau. Das werden wir dann gleich erfahren in der Kampagne. Zu den weiteren Neuerungen werde ich mich dann während des Spiels äußern. Da haben wir dann wahrscheinlich mehr als genug Zeit dafür. Cooler Ladebildschirm übrigens nebenbei. Und ja, diejenigen, die den ersten Teil kennen, denen wird das natürlich auch dann relativ direkt auffallen, was hier alles dann anders ist. Also, ich habe schon mal ein bisschen reingeschnuppert, ich habe mal das Tutorial gemacht. Und also die haben hier wirklich eine ganze Menge Arbeit reingesteckt, die Jungs von Paradox. Und ja, jetzt bin ich wirklich mal gespannt, was draus wird. Hier sind wir nun also in unserer ersten Stadt. Direkt mal vorneweg, es ist kein reales Vorbild, diese Stadt gibt es nicht wirklich. Das liegt ganz einfach an der dynamischen Entwicklung. Da hat Paradox gesagt, wenn es reale Vorbilder wären, beispielsweise wir wären jetzt in Berlin, dann würde die Stadt irgendwann durch die dynamische Entwicklung total verfälscht aussehen, und das würden sie gerne vermeiden. Und mit dieser Argumentation kann ich damit wirklich ziemlich gut leben. Insofern, keine real existierende Stadt, sondern fiktiv, dafür dynamisch. Jo, dann legen wir auch direkt mal los mit der ersten Quest. Guten Tag, ich bin Stephanie York, die Bürgermeisterin der Stadt. Also eine Andeutung haben wir hier schon, aber na gut. Wir sind hoch erfreut, dass Sie hier sind. Die Bürger wünschen sich schon so lange ein Nahverkehrssystem. Für mich sind Bürgerzufriedenheit und Wachstum der Stadt das Wichtigste. Sie können direkt mit der Arbeit beginnen. Dann werde ich das auch mal tun. Das Ziel ist, wir sollen eine Netzabdeckung von 15% erreichen. Das ist wahrscheinlich auch das primäre Ziel jetzt in dieser Kampagne. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal mit einer Buslinie. Und zwar hier oben. Warum, das werdet ihr zu einem etwas späteren Zeitpunkt erfahren, sofern das nicht zufallsbedingt ist. So. Wir beginnen eine neue Linie mit einem Fahrzeugdepot. Das ist eine der großen Neuerungen in diesem Spiel. Linien beginnen und enden von jetzt an in Depots. Der Hintergrund ist, dass wir hier etwas dynamischere Fahrpläne haben, beziehungsweise dass wir überhaupt Fahrpläne haben, die wir manuell steuern können, wann und wie oft eben die Linie verkehrt. Und ja, zu diesem Zweck muss eben die Buslinie oder die Straßenbahnlinie oder was auch immer für eine Linie in einem Depot enden. Logisch, die Fahrzeuge müssen ja auch irgendwo, ich sag mal in Anführungszeichen, aufbewahrt werden. Würde ich sagen, setzen wir das Depot doch einfach mal hier hin. So. Haltestellentechnisch hat sich nichts geändert. Jede Haltestelle hat einen gewissen Einflussbereich, den die Leute quasi bereit sind, für die Verbindung zu gehen. In Cities in Motion 1 war das Ganze noch farblich dargestellt. Da war dann quasi der äußere Bereich. Jetzt wollte ich euch das gerade mit der Hand zeigen. Das bringt natürlich nichts, aber ihr seht es ja auch, der äußere Bereich wäre jetzt zum Beispiel orange gewesen, weil das halt schon relativ weit draußen ist.
Die Gebäude außerhalb des Kreises wären rot und die direkt an der Haltestelle grün. Das haben wir jetzt hier so nicht mehr. Ich nehme also an, dass es den Einfluss so nicht mehr gibt. Und jetzt würde ich gerne... Ich möchte auf eine Ringlinie auf jeden Fall verzichten. Ich setze das jetzt mal so. Dann setze ich das... Warum erkläre ich übrigens dann später. So. Dann führen wir das Ganze mal hier lang. Und hier. Und zu guter Letzt noch hier, um die Linie abzuschließen. Ich befürchte, dass die fast schon ein bisschen groß ist. Aber na gut. Na, was ist jetzt? Warum kann ich nicht zoomen? Mit Q und E geht's, mit dem Rausrad geht das Zoomen gerade, warum auch immer nicht. Ah, jetzt geht's wieder, alles klar. Gut. Lalalala. Errichten wir mal schnell die Linie. Wie war das jetzt hier nochmal? Ach ja, genau. Hier, Linien neu erstellen. Haltestellen hinzufügen. Wir beginnen, wie gesagt, am Depot. Na, das hier ist eine Einbahnstraße, dazu komme ich auch gleich zu sprechen. Gut, Fahrzeuge. Ah ne, das ist jetzt die Fahrzeugliste. Das war ein bisschen falsch. Linie 1. Fahrzeuge kaufen, Fahrzeuge kaufen. Ah ne, das ging ja über das Depot. Depot. Und hier wird uns jetzt gesagt, wie viele Fahrzeuge wir für diese Linie benötigen. Das sind 4 Stück. Da kaufen wir 4 Stück von denen. Das habe ich hier schon so ein bisschen ausgewogen. Und der Sternberger Dreifach ist so ziemlich der ausgeglichenste der Busse. Weil hier haben wir zwar 10 Plätze mehr, aber die Kosten... Obwohl, mir fällt das gerade auf. Beschleunigung ist schlecht. Beschleunigung ist hier auch schlecht. Beschleunigung ist mehr. Die Qualität... Oh, jetzt bin ich sogar noch mal am Überlegen. Ich hatte das jetzt irgendwie... Egal, wir nehmen einfach den Dreifach. Das ist halt so ein Mittelding quasi. 4 Stück, Gesamtpreis 3200. Kaufen und gut ist's gewesen. So. Dann kommen wir mal zu einer der... Ach, wir haben hier Pause. Warum sagt mir das denn keiner? So, eine der Neuerungen, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ist die Sache mit dem Straßenverlauf. Wir haben hier Einbahnstraßen. Wir haben hier Straßen mit 2 Spuren in jede Richtung. Wir haben Straßen mit 3 Spuren in jede Richtung. Alles soweit nichts Neues. Jetzt gehe ich mal kurz in die Hauptstadt. Wir haben aber jetzt auch Busspuren. Wir haben. Okay, vergesst es, da finde ich jetzt nichts auf Anhieb. Klar, der Vorführeffekt.
Wir haben Straßen mit drei Spuren in eine Richtung, eine Spur in die andere Richtung und so weiter und so weiter und so weiter. All das jetzt neu gemacht und wir können das vor allen Dingen auch manuell bestimmen. Soll heißen, jeder, der den ersten Teil kennt, kennt die Problematik. Die Fahrzeuge stehen im Stau, sie stehen sich gegenseitig im Weg. Es geht einfach nicht voran, es ist teilweise einfach katastrophal, das Ganze dann auch noch konzentriert und man konnte nichts machen, außer die Linie hoffnungslos mit Fahrzeugen zu überlasten, um die Leute überhaupt noch irgendwie von A nach B zu bringen, was im Übrigen ein Teufelskreis gewesen ist, weil dadurch der Stau noch größer wurde. Yay. Das Ganze hat man jetzt versucht, auf diese Weise ein bisschen in den Griff zu bekommen. Das heißt, wir könnten zum Beispiel den Lauf dieser Einbahnstraße hier ändern. Da muss ich noch so ein bisschen herausfinden, wie. Ich weiß, dass es geht. Das haben sie mal im Entwicklertagebuch vorgestellt. Wie gesagt, ich weiß jetzt nur gerade aus dem Kopf nicht, wie das geht. Muss ich mal gucken. Einbahnstraße. Kann man das vielleicht doch nicht im Nachhinein ändern? Das wäre jetzt allerdings seltsam. Was wir auf jeden Fall machen könnten, wäre zum Beispiel die entsprechende Busspur. Also rot bedeutet hier, dass das eine Busspur ist. Und ja, hier haben wir die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Zwei Spuren. Was das jetzt hier rechts ist, weiß ich auch nicht so ganz genau. Also ich bin mich hier auch noch so ein kleines bisschen am Reinarbeiten. Ach, guck mal, hier haben wir sogar auch eine Busspur. Und hier wird sie dann auch sogar aktiv genutzt. Jetzt habe ich mich hier natürlich konsequent an der Busspur vorbeigearbeitet. Sowas krieg auch nur ich auf die Reihe. Naja. Wir haben als neues Feature Oberleitungsbusse zum Beispiel. Einschließlich Oberleitungen. Die U-Bahnen sind geblieben, die Straßenbahnen sind geblieben, die Boote sind, soweit ich weiß, auch geblieben. Wir haben Schnellstraßen. Also es wurde hier richtig, richtig was gemacht. Und ja, wir können Straßen bauen. Das überhaupt, dass das geht, ist eine der großen Neuerungen. Das war ja im ersten Teil überhaupt nicht möglich. Trägt im Übrigen zur Städteentwicklung bei. Also wenn ich jetzt hier eine Straße hochbauen würde, dann würde sich hier irgendwann, dann würden da irgendwann die ersten Gebäude entstehen. Jetzt wüsste ich gerne, wo dieser Tunnel hier hinführt. Ah, hierhin. Okay. Ich bin nur mal gespannt, wie sich die Städte dahingehend jetzt wirklich von selbst entwickeln. Ob die auch die Straßen selber bauen oder ob ich denen das vorgeben muss, ich weiß es nicht. Angeblich würden sie das alles auch von selbst machen. Schauen wir mal. Der entsprechende Platz ist ja auch da. Okay. Dann ein neues Feature sind die Fahrscheinpreise. Die an sich gab es natürlich schon im ersten Teil, nur jetzt ist das Ganze ein bisschen detaillierter. Wir haben sowohl Einzelfahrscheine als auch Monatspreise, Monatskarten und wir haben einzelne Tarifzonen, auf die sich dann auch die Fahrpreise entsprechend auswirken. Und wir können entweder die Preise einzeln erhöhen oder komplett. Da wird es dann aber schon mit der Zufriedenheit direkt kritisch. Also nach oben hin haben wir im Moment keinen Spielraum. Und die Zonen, die können wir auch selber definieren. Das mache ich jetzt einfach mal. Im Moment ist zum Beispiel die gesamte Karte Zone gelb. Aber ich unterteile einfach schon mal. Hier oben diese Insel wird Zone blau. Das mache ich jetzt einfach mal stückchenweise. Müssen wir dann gegebenenfalls mit den Städten erweitern. Dann machen wir diese Insel hier Zone grün. So.
Und das hier unten wird komplett Zone Rot. Und die Zonenfahrpreise beziehen sich wirklich nur darauf, dass die, falls die Leute in eine andere Zone reisen wollten, es ist jetzt nicht so, dass eine Zone teurer ist als die andere. Würde ja auch keinen wirklichen Sinn ergeben. So. Hätten wir das auch gemacht. So sieht das jetzt quasi aus. Das ist unser Tarifgebiet, in dem wir uns dann quasi austoben können. Und dann möchte ich euch noch... Wartet mal ganz kurz. Die Leute sind unzufrieden. Das können wir hier prüfen. Fahrzeug war verspätet. Ja, da kriegen die Leute natürlich einen Hals. Das ist im Spiel genau wie in der Realität. Und dafür können wir die Fahrpläne ändern. Und zwar hier. Im Moment fahren unsere Busse zwischen 6 Uhr und 22 Uhr und zwar im 2-Stunden-Takt. Ich würde sagen, das senken wir mal ab. Auf einen Stundentakt. Das übernehmen wir so. Und dementsprechend erhöht sich jetzt die Fahrzeuganzahl. Wir brauchen jetzt 6 Busse, um die Kapazitäten auszulasten. Dafür gehen wir wieder aufs Depot und kaufen 2 neue Fahrzeuge. Ja. Genau. Dann gucken wir mal, warum das Fahrzeug verspätet gewesen sein könnte. Wir haben jetzt hier übrigens auch Ampeln. Und ich hoffe, dass die hier nicht einfach nur da sind, weil sie so schön aussehen, wie es im ersten Teil der Fall war. Das hier ist übrigens geil. Okay. Im ersten Teil gab es ja wirklich kein Ampelsystem. Jetzt bin ich mal gespannt. Sie bleiben stehen. Es ist rot. Hervorragend. Auch das ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Bestandteil, den ich mir im ersten Teil schon gewünscht hätte. Weil, ja, auch dadurch entstehen dann entsprechend die Staus. Ist scheiße, ist ganz beschissen. So. Dann würde ich mir doch mal ganz gerne das ansehen. Mit dem Fahrgastwechsel, ob das hier alles auch noch so schön detailliert ist. Gut, hier stehen jetzt dummerweise keine Leute an gerade. Die Frage ist, müssen wir hier im Stundentakt fahren? Ich glaube, nein. Ich mache mal 1,5 Stunden. Da reichen uns dann auch schon wieder 4 Fahrzeuge. Allerdings bin ich davon nicht so ganz überzeugt, ehrlich gesagt, weil, wenn die Leute mir hier erzählen, dass der Bus verspätet ist, hier aber kaum Verkehr ist, habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Linie nicht so wirklich ausgelastet ist, von dem, was sie bräuchte.
Okay, am Soundmodell der Fahrzeuge haben sie offensichtlich nichts geändert. Busli. Da ist er. Wartezeit zu lang, ja. Er soll halt einfach mal auf den Fahrplan gucken, dann weiß er, wann der Bus kommt. Wartezeit zu lang. Pff. Ich glaub's hakt. Ja, jetzt bin ich mal gespannt hier. Ja, also hier ist alles soweit geblieben. Gut. Dann würde ich sagen, beschleunigen wir das Ganze doch einfach mal. Obwohl, nein, wir pausieren an dieser Stelle, denn ich sehe gerade, die Zeit für die erste Folge ist rum. Und, ja, ich hoffe, es hat euch soweit schon mal gefallen. Es gibt noch ein, zwei Dinge, die man erwähnen kann, was es an Erneuerungen gibt. Mal gucken, was mir da in der nächsten Folge noch so alles einfällt und auffällt. Und ja, in der nächsten Folge werden wir dann auch mal die Geschwindigkeit ein kleines bisschen erhöhen, dass wir dann auch mal zu den nächsten Quests kommen. Dass es hier mal ein kleines bisschen vorangeht. Wir werden uns mal ein bisschen durch die Wirtschaftsparagraphen arbeiten, werden uns mal die Gehälter, die Fahrpreise, das alles ein bisschen genauer ansehen. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Let's Play Cities in Motion 2. Bis dahin, ciao!